Moin, liebe Freunde. Herzlich willkommen zum nächsten Pokémon UDT-Spieltag. So, kurz vorweg. Die ersten paar Turns werden ein bisschen komisch sein, weil wir haben schon angefangen. Ihm ist der PC haptisch mit dem lieben Drake. Und wir werden das jetzt ein bisschen nachspielen müssen. Ich hoffe, es kommt kein Quit oder so. Deswegen, let's get ready to rumble. Bin gespannt. Ja, ich bin mit meinem Sorry-Bro geleadet, habe ich hier im ersten Match zwischen uns und ihm. Und es war auf jeden Fall sehr interessant. Ja, warten wir mal ab. Okay, das wollen wir jetzt gucken, Alter. Okay. Auf geht's, let's go. Okay, es wird spannend, meine Damen und Herren. Ja, okay, wird's vielleicht nicht. Aber erstmal ein bisschen nachspielen, heißt es jetzt. Erstmal ein bisschen nachspielen und dann können wir wieder richtig vom Vollen schöpfen. Das Team, was ich habe, ist super, very nice, Planet, meine Damen und Herren. Das ist echt gut. Nee, ist eigentlich nicht so gut. Ich hab Bock drauf. Ist geil. Wir haben zwar jetzt bis jetzt noch keinen Spieltag so richtig gewonnen, Guys, aber naja. Zumindest etwas. Okay, ja, wir gehen auf die Kehrtwende. Und ja, ich hoffe jetzt, dass es genauso passieren wird. Aber ich denke, weil ich habe im zweiten Turn, bin ich jetzt, weil ich bin ja jetzt rausgeswitcht mit der Kehrtwende und bin dann auf mein Arcani gegangen und bin dann mit Arcani auf den Irrlicht gegangen. Und ich gehe davon sehr, sehr stark aus, dass an dieser Stelle das Irrlicht jetzt missen wird. An dieser Stelle. Weil es typisch ist. Weil es einfach fucking typisch ist. Es wird missen. Ja. Es wird definitiv missen. Also ich gehe davon sehr stark aus, dass es missen wird. Es wird missen. Es wird safe missen. Oh, es trifft. Oh! Oh, lol. Jetzt bin ich gut drauf. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hätte echt gedacht, das ist Mist. Holy shit. Okay, nicht schlimm. Wir switchen raus. Ich habe jetzt nämlich den Switch predicted, dass er eine Hydro-Pumpe machen wird. Ich bin nämlich dann auf Felinara gegangen. Und dachte mir so, okay, ich muss jetzt Rotom anschippen. Rotom ist nämlich das Einzige. Also Rotom macht mir eigentlich nur ein Problem, weil ich kann nicht, weil Rotom da ist, permanent auf Schallwell. Ah, ich liebe es. Das ist das, wenn man es nachspielen muss. Es ist einfach ätzend. Es ist so fucking ätzend. Es ist so ätzend. Ja gut, soll ich jetzt auf Scheibele gehen? Eigentlich habe ich ja Scheibele gedrückt. Ja, ich drück Scheibele. Ich kann nichts anderes, ich drück Scheibele. Ich drück Schallwelle. Ich bleib dabei, ich drück Schallwelle. Es ist so. Das ist genau das, was ich meine, ne? Man kriegt's nie richtig hin. Es ist wie. Es ist so. So. Oh, ne. Ja, gut. Okay. Oh, Mann. Ich hatte Rotom so weit angeschippt, dass ich das Ding so rausgenommen hätte, ne? Egal. Ich switch auch. So. Ich versuch das jetzt so gut es geht, ansatzweise nachzuspielen. Ich hoffe, wenn mir nachher deswegen die Zeit ausgeht, ist es halt echt sad, aber ist es halt so. Es nervt einfach. Aber okay. Okay. Mmh.
Okay, es sieht ungefähr jetzt gleich aus. Okay, also ich switche jetzt wieder in mein Filinara. Und jetzt... Jetzt müssten wir eigentlich wieder an den gleichen Switchpunkt kommen wie gerade. Okay. Ich bin gerade überlegen. Das müsste eigentlich passen jetzt. Ja, das müsste passen. Das müsste jetzt passen. Okay. Hutropon betrifft Sonox, meine Damen und Herren. Das ist quittet bestimmt. Nee, es quittet nicht. Aber es ist nice. Okay. Er muss drin bleiben. Er ist jetzt nämlich jetzt in dem Turn nämlich auf Toxin gegangen. Was mir meiner Meinung nach sehr sick ist an dieser Stelle für mich. Also konnte ich zumindest schon mal das Rotom weiter anchippen. Und damit weiter Damage machen. Das war super wichtig für mich. Da ist der Damage. Und der Mist. Das hasse ich ja am Nachspielen. Ne? Ich weiß ja nicht, was machen soll. Wenn ich jetzt drin bleibe, krieg ich Damage. Okay. Er ist auch rausgeswitcht, ist auf seine Hela gegangen. Und ich gehe jetzt auf Dings. Ich gehe auf Kani wieder, Alter. Okay, passt schon. Okay, wir versuchen jetzt weiterzuspielen. Es ist ein bisschen, Leute, ich sage, es ist schwierig, aber. Wir switchen jetzt wieder auf Akani. Er geht jetzt in seinen Heller und jetzt Psychokinese gedrückt. Ich habe Flammenwurf gedrückt, Psychokinese, Flammenwurf, Psychokinese, Flammenwurf, blablabla. So ein bisschen hin und her ging's, ne? Ich habe Flammenwurf gedrückt. Er hat jetzt Psychokinese gedrückt. Und dann haben wir es wieder gemacht. Nochmal einen Turn. Und dann habe ich mich hochgeheilt. Ja. Eigentlich habe ich schon einen Turn früher mich hochgeheilt, um ehrlich zu sein. Eigentlich. Aber... Naja, ich weiß nicht, wie man es am besten nachspielt. Problem ist, weil das Ding halt die Scheibele abbekommen hat. Psychokinese macht er wieder. Ich muss jetzt hochheilen. Ich muss hochheilen eigentlich schon im nächsten Turn. Ich habe keine drei Turns Flammenwurf gemacht. Habe ich nicht. Hä? Lol. Passt nicht. Irgendwie passt das nicht. Holy shit. Oh Mann, Alter, ich krieg die Motten heute, ey. Ich krieg heute richtig die Motten, ey. Das ist doch scheiße, Alter. Das ist doch scheiße hier, doch. Holy shit, Mann, ey. Jetzt muss ich mich gegenhalten. Jetzt habe ich mich nämlich gegenhalten. Ich habe keine drei Turns Dings gemacht. Safe nicht. Habe ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt. Okay, egal, wir machen weiter. Wir heilen uns jetzt erstmal gegen. Wenn ich einen Quit kriege, ist das halt sad, dann ist Akani weg. Weil ich kriege, ich denke auf der Range sowieso, glaube ich, nichts mehr. Wenn ich den Quit kriege von dem Ding. Oder ist er? Holy shit, da ist er. Ich habe es gerade von gesagt. Oh Gott sei Dank habe ich die Überreste drauf. Die haben mir gerade richtig den Arsch gerettet, Alter. Holy shit. Okay. Egal, wir versuchen es gegenzuhören. Ich hoffe, er haut mich jetzt nicht raus. Er hat einmal Wangenrubbler gemacht. Dadurch konnte ich mich eigentlich fast wieder full heilen. Ich hatte Akani definitiv auf viel mehr Life. Das weiß ich. Ich hatte Akani auf mehr Life, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. An dieser Stelle. Ich hatte Akani, wie gesagt, auf mehr Life. Und ich brauche eigentlich Akani auch mit mehr Life. Ich schreibe jetzt aber jetzt wieder nochmal. Ich schreibe ihn jetzt. Ich muss jetzt echt wissen, ob wir wieder normal müssen. Nicht, dass er jetzt irgendwie was anderes mir schreibt. Okay, perfekt. So. Egal, ich hatte Akani auf mehr Life. Das ist jetzt nicht schlimm. Ist halt so. Ich switch raus. Ich brauche definitiv Akane noch mit dem Medroa, allein wegen Laufzulot, allein wegen Zeraora, allein wegen dieses Puncher Dingster Bumster. So, er switcht raus von Hela auf sein Schubiwäsche. An dieser Stelle. Ich kann jetzt wieder auf eine Scheiwelle gehen. Sehr stark. Das heißt, ich könnte ihn im besten Fall sogar rausnehmen oder ich damage weiter das Hela verdammt stark an. Ich könnte halt jetzt auch auf was anderes gehen, will ich aber nicht.
Ich gehe auf die Schallwelle, weil die Schallwelle müsste auch bei Hela fast ausreichen. Das einzige Mal, was natürlich jetzt ein bisschen Probleme wird, wäre Panchi. Nee, doch, das Panidanatra-Dings da, diesen Elefanten. Das ist halt nicht so schön. Aber sonst geht's einigermaßen, glaube ich. Ja. Okay, perfekt. Puh. Er muss wieder raus. Ich denke, er geht jetzt in seinen Elefanten. Green Buffalo. Wie viel Damage macht das? Das interessiert mich jetzt richtig hart. Wie viel Damage macht das? Das ist halt wirklich interessant jetzt. Holy shit, das ist eigentlich echt solider Damage. Um ehrlich zu sein. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich gehe auf Akani. Ich weiß nicht, Akani, doch, Akani. Ich gehe auf Akani. Ich gehe wirklich largely auf Akani. Weil ich kann jetzt wieder mit Droha drücken. Vielleicht switcht er jetzt auch Rotom. Das wäre halt auch ein guter Play für ihn. Aber ich kriege aber einen Bedroh raus. Er kann die Tarnsteine bringen. Ist okay. Das nervt mich nicht. Das nervt mich wirklich gerade gar nicht. Obwohl doch, jetzt kann ich meinen Nebulak nicht mehr safe reinbringen. Und ich habe keinen Bedroh. Also kein Dings mit. Okay. Ist nicht schlimm. Ich gehe auf den Flammenwurf. Ich gehe auf den Flammenwurf, weil Rotom kriegt es kommt rein, kriegt aber guten Damage. Also kriegt nicht guten Damage, aber kriegt ein bisschen Chip-Damage und kriegt Burn-Damage. Das heißt, es könnte fast sogar ausreichen, um Rotom rauszunehmen. Ich glaube aber nicht. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise, holy shit. Nicht mal ansatzweise, krass. Hydro-Pumpe, Toxin haben wir gesehen. Donnerblitz hat er wahrscheinlich noch im Set. Ich brauche Philly eigentlich noch ein bisschen mehr mit Full Life. Ich gehe auf Apollo. Weil Apollo ist, glaube ich, der Play. Apollo ist der Play, ne? Ja, Apollo ist der Play. Wenn er Toxin macht, ist Apollo der Play. Apollo ist der Play. Wenn er Hydro-Pumpe macht, ist es auch okay, weil Apollo ist nicht mehr so wichtig. Wegen diesem, weil er hat Tarnstein draußen. Und die Tarnsteine nerven mich halt extrem. Er geht auf Light Tyler. Sehr sick. Das ist geil. Das ist gerade richtig sweet, Alter. Holy shit. Er spielt Light Tyler im Set. Mega gut. Diese Frage, was würde er machen? Würde er rausswitchen? Auf Hela? Er kann nur auf Terraora, was schneller ist, gehen. Oder auf Hela geht er. Beziehungsweise, oder halt auf Dings. Ich gehe mal auf eine Matschbombe. Weil ich glaube nicht, dass er auf den Punchy den. Obwohl, Spukball ist der beste Play. Spukball ist der beste Play. Außer er geht jetzt in, Lauchzelot. Aber doch, Spukball ist der beste. Ah, fuck, ich hätte Energieball drücken sollen. Nein, ich hätte Energieball drücken sollen. Nein. Nein, ich hätte Energieball drücken sollen. Ich hätte Rotom rausnehmen können. Nein. Er geht jetzt in Terraora, was schneller ist. Und mich finishen wollen. Er will mich finishen. Doppo kommt. No way. Oh, lol. Hä? What the fuck? Okay. Hä? Okay. Ich gehe auf den Abgangsmond. Scheiß drauf. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Dann sterbe ich halt so. Dann sterbe ich halt safe. warum geht er auf... Hä? Warum geht er auf Swallow? Hä? Das Ding habe ich übrigens komplett vergessen, fällt mir gerade auf. Holy shit. Habe ich wirklich komplett die vergessen. Warum geht er auf Zwollock? Hä, was kann Zwollock gegen mich machen? Ach, wegen dem Spukball, weil er denkt, ich bin Scarf oder sowas. Das Ding habe ich komplett echt voll vergessen. Holy shit. Dein Ernst? Holy shit. Hä, wieso boostet er sich denn so stark? Ich habe ja noch Dunkelnebel drauf. So schlimm ist das jetzt auch nicht, aber... Hä, ich verstehe gar nicht, warum er sich boostet. Holy shit, verstehe ich echt nicht. Hä, warum boostet... Ich verstehe nicht, warum er sich boostet. Holy shit, verstehe ich echt nicht. Okay, Lauchzelot? Oder wen will er boosten? Jiren kommt rein. Das ist Lauchzelot. Nee, ist Terraora. Hä? Verstehe ich nicht.
Holy shit. Hä, hey, ich verstehe den ganzen Base gerade irgendwie nicht. Holy shit. Ich verstehe die Plays echt gerade nicht. Das Problem ist, Zeraora. Oder Zeraora ist halt super schnell. Hier auf Ockner toll. Weil ich da Dings drauf habe. Dunkelnebel. Und dann hau ich ihn erstmal runter. Let's go. Erstmal Dunkelnebel drücken. Erstmal dunkel. Oh, fuck off. Nicht sein Ernst, er geht auf Hehler. Er geht auf Hehler. Das ist nicht sein Ernst. Er geht wirklich auf Hehler. Ich mag dich nicht mehr. Oh, Mann. Ja, okay. Er hat sich halt geboostet, aber es ist okay. Oh, Mann. Warum? Warum machst du den Play, Alter? Holy shit. Verstehe ich nicht. Aber jetzt verstehe ich zumindest, dass er es geboostet hat. Ich gehe auf die Dunkelklaue. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Aber ich will Hehler raushaben. Wenn er auf Punchy... Ich weiß nicht, wie Punchy Bumster Dings da geht. Ist okay. Ja, perfekt. Und tschüss, Hela. So, damit ist Hela raus. Das heißt, er kann nur noch im Punchy Riso gehen oder er geht in Rotom. Und Rotom wird er dann wahrscheinlich jetzt gleich Leitteiler drücken wollen. Denke ich sehr stark. Rotom wird er jetzt Leitteiler drücken. Rotom wird der beste Play. Und dann auf den Leiter. Oh, Schubi-Wäsche kommt, ja. Genau. Rotom wäre der beste Play. Die Frage ist nur, bin ich schneller als Rotom? Nee, ich bin super langsam. Ich bin mega langsam. Ich bin richtig langsam. 50er eine. Oh, holy shit. Ich gehe auf Akani. Weil es ist okay. Weil dann kann ich mir Akani ein bisschen gegenheilen. Und er kriegt nicht so viel Leben wieder. Auf Akani. Okay, ich hätte doch drin bleiben können und Tarnstein drücken, aber dann ist Rotom fast wieder auf Full Life und das will ich nicht. So kriegt Rotom nicht so viel Life. Und er kriegt nur ein bisschen was. Das ist halt der Vorteil dann. Rotom kann sich aber halt extremst gerade gegenheilen, deswegen dadurch. Ey, das ist super ätzend. Das nervt mega. Ja. Es nervt einfach richtig hart. Ich hätte halt Tarnsteine bringen können. Dann hätte ich halt auch einen Vorteil gehabt. Ich gehe auf Morgengrauen. Ja doch, ich gehe auf Morgengrauen. Ich denke, er switcht. Weil ich auf Dings gehen werde. Er drückt wirklich die Hydro-Pumpe. Holy shit, hat er gut gemacht. Kann man machen. Gehe ich aber trotzdem auf Billy Nara. Ja, ich gehe auf Billy. Kani raus. Alles klar. Alles klar. Okay, mach ich. Er könnte halt im Punchy Dings gehen. Er weiß nicht, dass ich die Magieflamme drauf habe. Das macht guten Damage. Ich kann halt auch jetzt... Oh, ich weiß nicht. Doch, ich gehe auf Felinara. Und drücke die Magieflamme. Weil er kann nur in Punchy Dingster gehen. Also in seinen Elefanten. Um das zu tanken. Die Magieflamme macht, aber wo ich könnte auch auf Spukball gehen. Das würde auch gut Damage machen. Es reicht, glaube ich, nicht aus, aber um Rotom rauszunehmen. Weil ich den Step brauche. Braucht den Step. Oh, ich weiß es nicht. Ich gehe auf die Schallwelle, komm. Ich bleib safe, ich gehe auf die Schallwelle. Ich will ihn einfach noch nicht zeigen, dass ich Magieflamme habe. Ich bleib safe. Ich bleib super safe. Er geht halt, ja, in Greenbuff Blue. Das wäre jetzt ein verdammt starker Play gewesen von uns. Also ein richtig krasser Play. Hätten wir jetzt Magieflammen gedrückt, hätte ich hier fast schon seinen Elefanten rausnehmen können. Ja. Das Problem ist, ich weiß einfach, dass es nicht ausreicht, um ihn rauszunehmen. Deswegen muss ich nochmal zwischen, gehe auf Ognatoll. Und ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriege, mit Ognatoll die Tarnsteine zu bringen. Ich muss die Tarnsteine wirklich bringen. Das brauche ich. Ich muss sie haben, Alter. Das ist wichtig. Er geht in Dynamax. Nee, Giga Dynamax. Macht Dina Stahlzacken. Oder Giga Stahlzacken. Und bringt, dieses Dings raus. Ich weiß gar nicht, was. Wie das nochmal heißt. Stahl auf jeden Fall auf meiner Seite. Oder er geht auf irgendwie auf dem Erdbeben oder sowas. Aber ich denke, er geht auf dem Giga Eisendings da. Dina Stahlzacken, genau. Damit kriegt er jetzt auch Eisen-Dinger raus.
Holy shit. Starker Damage. Er spielt Life Orb. Alles klar, Digga. Kann man mal machen. Warum nicht? Kann ich mal machen. Okay. Tarnsteine, let's go. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Ich glaube nicht. Ja, ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir echt gedacht. Ich habe es mir wirklich gedacht, dass ich nicht schneller bin. Okay. Ich muss auf Dings gehen. Ich muss auf Dings gehen. Ich muss Erdbeben drücken. Das Problem ist, kriege ich jetzt Tarnstein-Damage und Stahl-Damage. Das tut er, ja, genau, das ist es. Tut halt richtig weh gerade. Ich könnte halt jetzt, das Einzige, was ich machen kann, ist auf Nahkampf gehen. Nahkampf ist der Play, weil damit kriege ich auch Rotom raus. Ja, Nahkampf. Let's go! Komm! Boom! So. Eins raus. Okay. Okay, das Problem ist jetzt. Lauchzulot wieder Scarf spielen, oder? Ja, doch, wird relativ safe. Lauchzulot Scarf sein, ne? Zeraora ist schneller als ich, das weiß ich. Das ist safe schneller. Ich habe meinen Ogner-Toll nicht mehr. Das heißt, ich kann auch nicht mehr so viel damit machen. Rotom wird er nicht reinbringen. Swallow kommt auch nicht rein. Weil Swallow wird von Nahkampf weggehauen. Er könnte halt denken, dass ich Scar spiele, ne? Dann würde ich halt seinen Zeraora rausnehmen können. Und Lauchzulot wird den Hit tanken können. Also Lauchzulot ist doch normal. Oder ist das nur Kampf? Nee, es ist nur Kampf. Topo kommt rein. Okay. Ich gehe weiter auf Nahkampf. Ich gehe super weiter auf Nahkampf. Einfach drauf down. Einfach rauf. Einfach drauf. Immer weiter drauf. Okay, jetzt muss ich überlegen. Filinara brauche ich. Filinara brauche ich, weil ich bin mit Scarf schneller als sein Lauchzelot und kann mit einer Scheibe das Ding rausnehmen. Mein Zoribro brauche ich nicht unbedingt. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Das heißt, im Endeffekt wird es jetzt richtig knapp. Es wird nochmal richtig knapp, Alter. Geil. Mega. Wird echt knapp. Im Endeffekt kann er jetzt nur... Er muss auf Zeraora gehen, weil er muss auf Zeraora gehen. Lauchzulot nehme ich nicht raus. Captain Lauch. Das nehme ich nicht raus. Das ist das Problem. Ich nehme Lauchzulot nicht raus. Und das ist mein Problem. Ich nehme Lauchzulot nicht raus. Egal, ob ich Nahkampf drücke oder nicht. Nahkampf wird nicht ausreichen, um Lauchzulot rauszunehmen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf Sorry, Bro. Ich glaube, sorry, Bro. Vielleicht drückt er auch Nahkampf. Wenn er auch Nahkampf drückt, ist okay. Wenn er Nahkampf drückt, ist auch okay. Wenn er jetzt irgendwas anderes drückt, ist dumm. Okay, er geht auch auf Nahkampf, klar. Okay, passt. Und jetzt kann ich rein theoretisch eigentlich auf mein Filinara gehen und mit Filinara finishen. Weil Rotom nehme ich dadurch auch raus, wenn er reinkommt. Und Terrakion, ich brauche eigentlich nur nochmal Fili einfach zum Switchen nochmal. Beziehungsweise Terrakion brauche ich zum Switchen, okay. Das heißt, ich kriege jetzt Damage. Wie viel? 117 kriege ich jetzt. So, 117 hatte ich. Ich komme nicht mehr raus. Okay, das ist gelaufen. Ich komme nicht mehr raus. Ich gehe auf die Schallwelle. Let's go. Schallwelle overall. Er ruft zurück. Geh bitte in Zeraora. Bitte. Schubiwäsche kommt rein. Er geht in Dings. Okay. Schubiwäsche geht auch raus. Perfekt. Zeraora wird mich outspeeden, wenn... Nee, obwohl Zeraora macht zu guten Damage. Ich krieg Zeraora nicht raus. Zeraora kriege ich nicht raus, außer ich quitte das Ding.
Zeror kriege ich nicht raus. Ja, er spielt. Er ist immer noch schneller als ich. Holy shit, wie schnell ist das Ding? Holy shit, wie schnell das Ding ist. Das ist so nur eine 40 Base Ende, ne? Oder 100, irgendwas mit 140 hat das, glaube ich. Holy shit. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das so viel Damage. Oh, krass. Holy shit. Hätte ich nicht mitgerechnet. Krass. Holy shit. Hätte ich nicht mitgerechnet. Okay. Ist egal. GG an dieser Stelle. Ich gehe auf den Nahkampf. Kann eh nichts anderes machen. Ja. GG. Er kann jetzt eigentlich nur rausswitchen. Auf Lauchzelot oder er bleibt da drinnen, aber er kriegt mich raus, er nimmt mich raus. Er nimmt mich safe raus, außer er lässt jetzt Zeraora sterben. Zeraora reicht nicht. Es reicht nicht, um Zeraora rausnehmen zu können, oder? Mhm. Jetzt ist die Frage, was er macht. Switcht er oder switcht er nicht? Er bleibt drin, er drückt auf den Ablauf. GG an dieser Stelle. Ja, damit haben wir verloren. Aber war trotzdem noch ein Ende, richtig knappes Match. War okay, war gut, war schön. Sehr schön gemacht. Aber ich muss sagen, mich hat das so ein bisschen irritiert, warum er auf Swallop mit Staffelle gespielt hat. Holy shit. Total Blödsinn. Man muss auch dazu sagen, ich wollte erst statt Apollo wollte ich eigentlich erst Turtok mitnehmen. Hab mich aber gegen entschieden, weil ich unbedingt noch Apollo mitnehmen muss. Und weil ich unbedingt auch noch, wie gesagt, ich wollte ja einmal alles mitnehmen. Und ich hatte halt auch noch nicht wirklich Sneeble mitgenommen. Das heißt, es muss auch noch, die anderen Monster müssen auch noch mal mitgenommen werden. War trotzdem ein sehr, sehr, sehr schönes Match. Hat mir gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Krass. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einfach mal ein Abo da. Links und rechts findest du noch eine Playlist, die dir vielleicht gefallen könnte. Würde mich riesig freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und wenn nicht, dann schreib doch einfach mal einen Kommentar. Würde mich da auch drüber freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Video.